Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Boss mit dem Kev. Hallihallo. Und dem Spark. Hallöchen. So, man hat mich in den letzten Folgen nicht so oft gesehen, weil ich meine Rüstung gesucht und gecraftet habe, aber jetzt bin ich wieder voll ausgestattet und kann den Jungs da drin helfen, sofern da noch was über ist. Da ist, glaub mir, das. Ja. Ich bin aber dafür, dass wir erst mit dem Big Bertha reingehen, ne? Stimmt, da war irgendwas, die nächste, ne? Da kriegen wir die Royal Guardian Rüstung, das ist so nächste Stufe, und wenn wir da jetzt Mobzilla killen, ist auch öde, also. Okay. Wir können es hier durchpressen und so durchquetschen. Brauchen wir die Big Bertha, um die eigentlich dieses Zeug zu kriegen? Ja, eigentlich brauchen wir die Big Bertha, um das hier zu clearen, weil hast du mal gesehen, wie viele Basilisken da drin sind? Und unter den Basilisken ist nochmal ein Dungeon, da sind lauter Hammerheads, glaube ich, drin. Und ach du Scheiße. Wenn du halt ein Hammerhead hat, die ganze durch die Gegend gekickt und dann brauchst du noch ein paar mehr und da sind vielleicht 10 Hammerheads drin, dann siehst du gar nichts mehr. Deswegen Big Bertha, fettes Schwert mit 500 Attack Damage und dann können wir uns da durchprügeln. Aber so ich würde trotzdem vorschlagen, wir gehen nochmal, ich will eine Ebene tiefer, einfach nur um zu gucken. Okay, dann machen wir die Basilisten, aber die letzte lassen wir außen vor erstmal. Genau, weil ich habe jetzt auch ich sammle nichts ein im Inventar, man kann hier gucken, was man vielleicht hier findet. Die letzte lassen außen vor. Alter, man kann natürlich... Oh! Okay, die scheppern aber ordentlich rein. Ja, guck mal die. Aber ich komme hier nicht mehr raus, so. Ja, nein, hab ich die nächste Ebene runtergehauen. Ich bin blind. Ich bin blind, ich sehe nichts mehr. Jetzt bin ich wieder oben, Alter. Alter, aber die kriegen auch 80 Damage von mir, aber ich bin sterbe. Crazy. Ja, deswegen sage ich ja, das können da mehr oder weniger schon vergessen. Okay, aber so gut zu wissen, ich hätte nämlich nicht aufgeben wollen, nur weil wir zu low sind. Also, wenn wir es hätten schaffen können, hätte ich das gerne. Oh, die Basilisten spielen gerade Hochheim mit mir. Was soll ich denn machen? Ich komme nicht mehr raus. Du schaffst das, Peter. Warte mal, in die andere Ecke. Oh, hier ist ein Todespunkt von mir. Da ist die Ecke. Das Problem ist, diese Rüstung, die geht so verdammt schnell kaputt. Ja, meine ist auch schon wieder kaputt, die war komplett neu vor der letzten Folge. Einfach weil du innen drin Dauerschlägen ausgesetzt bist. Okay. Oh nein! Ich habe mir zwar jetzt schon wieder eine neue gemacht, aber irgendwie ist das nicht so ein Hochgefühl. Ja, deswegen müssen wir jetzt Mobzilla töten, die Mobzilla-Rüstung. Wir brauchen wirklich noch zwei von den Items, dann haben wir jeweils ein fettes Schwert und dann killen wir Mobzilla dreimal. Das alles ist cool. Klar. Das hört sich nach einer Ansage an. Ich Mobzilla bin ready. Ich porte mich hier raus, weil so macht er keinen Sinn. Sterben tue ich nicht. Was ist eigentlich mit diesem komischen Apfel hier? Alter. Oh, ihr habt einen Apfel gespawnt. Hi. Cool. Oh, ich sehe übrigens noch ein anderes Dungeon. Mal gucken, ob das jetzt so ein King-Dungeon ist oder ein Queen-Dungeon ist. Hat man nicht wegen den Vortex-Dingern? Ja. Das würde Sinn machen. Warte, ich guck mal. Das sieht nach Queen-Dungeon aus. Nee, warte. Noch nicht. Ich seh's nicht. Vortexe können wir direkt oben killen. Nee, King-Dungeon nochmal. Oh, schade. Ja, da können wir die Vortexe kriegen. Wir können auch so ein bisschen jetzt auch rumfliegen und ein bisschen erkunden. Also. Und ich hatte gerade echt ein Schwert in Aussicht. Ich hatte es fast aus dieser Kiste genommen und dann war es weg. Was, Royal Guardian? Nee, irgendein anderes, was ich noch nie gesehen habe. Okay. War das vielleicht das Oberding? Nee, ich glaube nicht. Vor dem Spark gewarnt hat? Nehmt es nicht. Ja, noch nicht. Also. Ja, hätte ich ja nicht raushängen lassen, wenn ich so ein riesiges Schwert gehabt hätte. Könnte ich dann genauso sagen, okay Leute, Projekt ist zu Ende. Was ist hier eigentlich mit diesem komischen Baum? Ich habe eine Burg gefunden, macht das Sinn? Ich habe diesen komischen Apfel jetzt hier gespawnt und... Wie so ein Baum. Guck mal, wie groß ist der Baum? Ja, da ist der King drauf, warte. Dann geh noch mal rein. Oder sollte gleich ein Ding drauf sein? Ist das ein Block, ist das ein Baum aus Diamanten, Eisen und so Zeug? Nee, das ist ein ganz normaler Baum. Nee, der ist in einer anderen Welt. Das ist aus normalem Holz, ist das hier. Oder dann war es was anderes. Dann soll es so ein Riesenbaum, wo irgendwas war. Nee, irgendwas ist das bestimmt hier. Das kann ich nur für lau sein. Das war ein schöner Diamantabfilm. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, ich fliege jetzt da hoch. Das wird mir sonst zu bunt. Mein Hoverboard ist kaputt. Lol, einfach neues machen. Oh lol, da ist nur ein Diamantblock oben an der Spitze, das ist ja peinlich. Boah, ganz lange, aber die... Okay. Lol? Ey, mein Damage Boost, diese Pets, Alter. Bams. Bams, mehr fällt mir nicht ein. Ja, die Pets sind echt krass bei dir, muss ich schon mal sagen. Ich Nightmares. Ja, gut, kommt dran, auch die ganz großen. Das war ein großer. 500 Leben oder 1000 haben die? Das ist 500 Leben. Ich hab dem 300 Damage gerissen mit einem Schlag. Lol. Ich glaube, das ist echt, weil ich einen Damage Boost 2 habe, der skaliert irgendwie. Achso, je nachdem, wie viel die haben, meinst du? Vermutlich. Weiß ich nicht.
Na, warte mal, wie kommen wir in die normale Welt? Da wollten wir doch eine Ender-Tour hintun und dann doch in die Unstable, oder? Ja. In die Unstable-Ameise kommen wir wieder zurück. Ne, in der Termitenwelt wollen wir doch mal rein, ne? Weil wir könnten genau. Ender-Chest bauen jetzt. Wir müssen einfach eine Termite, eine Unstable-End erstmal suchen. Warte, hier war eine Ameise, ich guck mal eben. Hab. Warte. Dann können wir da zurück. Boah, ganz viele Ameisen. Alter, jetzt kommen die gerade hier auf dich zu. Ja gut, dann können wir zurück. Aber wollen wir wirklich in die... Müssen wir in diese Kristalldimension? Müssen nicht. Also wenn wir so einen Queen-Dungeon hier finden, dann müssen auch Vortexes spawnen im Spawner. Dann würde ich sagen, wir gucken da mal rein, oder? Die sehen so aus wie diese gelben Dungeons, nur dass rote Blöcke an der Seite sind. Und mehr Obsidian, das müsstest du sehen. Ach so, rote Blöcke an den Seiten. Okay, weil dann, ich laufe einfach durch die Gegend, oder? Ja, ich war gerade auf dem Weg und suche ein bisschen. Also theoretisch müssten wir auch da dann... Dass wir das hier suchen und nicht in der anderen Welt. Ja, ja. Okay. Ja, weil die andere Dimension war ja kacke. Wir müssen ja wieder komplett von vorne anfangen und dann wird's langweilig mit Suchen und... Das ist auch das stärkste Dungeon hier. Also, wenn du da reingehst, dann viel Spaß. Aber dann ist vorbei. Okay, ja, eventuell gibt es halt hier auch, also die muss es hier auch geben, die generieren. Das mit den Goldblöcken nenne ich immer King Dungeons, mit den roten Blöcken ist halt, nenne ich Queen Dungeons. Da gibt's halt auch so, die, also heißt das gar nicht so. Nee, also ich nenne es halt so. Auch Eigennamen vom Sparky oder was? Richtig, Marke Eigenbau, Marke Eigenspark. Sind wir auch immer in Taschen leer und dann baue ich mir nochmal eben ein paar Hoverboards, voll ätzend. Meine gehen gar nicht so oft kaputt. Wäre es mal bei mir gewesen, ich habe irgendwie, meine gehen auch gerade nicht mehr so oft kaputt, aber ich habe noch 6 Stück oder so im Rucksack. Ja, du hast, glaube ich, Skill hochgeschraubt, ne, beim Fahren. Ich weiß es nicht. Oder das liegt auch an den Pets. Ja, die Pets sind, das kommt, sagen wir einfach. Ja. Genau, alles die Pets holen, die super krassen Pets. Das heißt, denken wir einmal hoch. Also ich habe 2 Türme bisher gefunden. Und welche Richtung seid ihr ungefähr? Ich habe hier halt so manchmal so Burgen oder so. Sind das so Burgen? Nee, es sind genauso wie der Turm, wo wir eben gerade drin waren. Nur dunkler und roter, das siehst du schon. Das sind keine Goldblöcke an der Seite, sondern ich glaube rote Rubinblöcke. Okay. Und die Treppe vorne ist nicht aus Quarz, sondern aus Obsidian. Ich sagte, wenn du so einen Teil siehst, dann gute Nacht. Oh, ich habe einen Nightmare. Ich habe hier einen fetten Kürbis. Ja, den habe ich ja schon gesehen. Oh, ich hab's gefunden. Ja? Ich würde euch zu mir porten. Kurz, Sekunde. Hi. Hi. Ach ja, lol. Hat er direkt gefunden. Krass. Da hat er's. Wo ist mein Hoverboard? Wenn ich da mal wüsste. Hier spawnen doch bestimmt Vortex. Oder? Oh, hier sind Würmer. Oh ja. Items festhalten. Leute, ihr habt den Large Worm getwo-hittet. GG. Nein, er hat mir mein Sword gefressen. Weg hier. Gib's mir wieder. Das stimmt. Da war was. Da wusste ich was. Da, er hat's wieder zurückgedroppt. Da kriegen wir jetzt unsere Zähne her, wir brauchen noch 2 Stück. Ich hab schon 4 getötet. Das ist gut, aber pass auf, dass die nicht alles andere noch auch aus dem Tower ziehen. Und auch nicht euren Golden Bag und so Zeug. Alles, was ihr habt, könnt ihr rausziehen. Boah, das wäre krass. Lol, ich bin tot. Golden Bag wäre echt krass. Ich porte mich zu euch. Dann komm mal rum, ich fahr hoch. Oh, scheiße, ich hatte da alles. Ey, meine Hoverboards gehen sofort kaputt. Die halten irgendwo an und sind instant down. Ja, das passiert. Aber wo war das? Ihr könnt euch zu mir porten, ich bin da. Hier, Kev. Bei mir. Aber du hast ja nichts verloren, oder? Keine Items. Doch, mein Sword. Komm zu mir, hier bist du wahrscheinlich gestorben. Ja, hier liegt alles, komm zu mir. Oh, ich sehe dich nicht da. Den Nightmare erstmal platt machen. Ich hab gerade mein Pet nicht gezogen. Ich glaube, die Vortex sind ja doch nicht, das sind diese anderen, diese komischen. Oh Leute, das Sparky ist überhaupt nicht, sie sind ja alle noch am Leben. Wieso tötest du nichts? Weil ich mich nicht runter drauf. Du hast doch ein Ultimate Bow. Bist du ganz oben drauf? Hi! Nein! Du hast deinen Helm ist weg. Ja, ich weiß, der Helm ist mir egal. Okay. Ich dachte, die hätten ihn gemampft. Haben sie auch. Okay. Oh, aber ich sag mal so, guck. Guck mal, du kannst doch mit Bogen schießen. Guck mal, wie viel hier liegt. Ich bin schon da. Ich vernichte die gerade alle, Alter. Das, die machen wir fertig. Aber ist geil, die gehen hier nicht so unter, die Würmer, ne? Oh. Ja, mein Bogen wurde gerade geklaut aus dem Inventar. Von wem? Von dem Vieh hier, von dem Wurm. Boah, das sind zu viele, mein Bogen ist auch weg. Okay, warte, ich geh mit auf die. Mein Sword ist weg. Lol. Kev ist leider nackt. Nee, ich bin weg. Deine Brust ist auch weg. Wir verlieren alle unsere Sachen hier. Das ist das Problem. Aber hast du die Wurmzähne hast du noch, oder? Warte, ich habe 9 Wurmzähne. Okay, ja, lass einfach. Leg die mal in die Enderpouch.
Ja, das sind wir noch gerade hier am machen. Ich habe ganz, ganz viele Nuggets, aber okay, Uranium habe ich auch. Mein Bogen ist weg. Ich kann die alle töten, das ist kein Problem, aber das Ding ist... Muss ja aber oben bleiben. Ich bin auf dieser Insel. Guck, da unten müssten sie gleich sein und alle tot. Oh, sehr gut. Spark. Ja, ich sehe schon, aber... Komm schon, Hoverboard. Das Ding ist mit einem Jump Boost, ich jumpe hier halt irgendwie auf den Bäumen. Ach, guck mal, da droppen sie jetzt. Woher kommen die denn alle? Ich wollte halt Epic Pad, ey, ohne Witz. Und die Ultimate-Rüstung, die schützt uns? Die schützt uns schon, aber die können ja. Sie aus dem Inventar rausziehen, die Rüstung. Ja, wie? Die können die Rüstung aus dem Inventar klauen. Sinken Schutz gegen diese Penner? Nee. Guck mal, da unten müsste irgendwas liegen. Ah, Titanium-Block, ausgezeichnet. Wo ist der denn jetzt gelandet? Ah, da, lol, auf dem Baum. Wieso gibt's da keinen Schutz gegen? Weil die doof sind. Genauso wie die Criminals, die ziehen ja auch. Ich hab den Ultimate Bow eingesammelt. Oh, danke, Kev. Den brauche ich jetzt selber gegen die Monster, weil er fast down ist. Guck mal, man kann mit Ultimate Bow richtig chillig gegen die vorgehen. Der ist auch so ein Nightmare, der ist auch richtig chillig. Oh, so. Ich hab das Gefühl, hier ist irgendwo noch ein Spawn oder so, weil das ist so unmöglich. Meinst du noch ein Nightmare-Spawn oder irgendwie sowas? Nee, ein Wurmspawner. Ach so, lol. Ja, guck dir an, wie viele das sind. Die kommen immer wieder. Ich habe schon mindestens, siehst du die Drops hier? Ja, ich sehe sie. 50 getötet oder so. Da ist er. Ja, ich habe den Block. Oh, ausgezeichnet. Ich bin erstmal weg. Die bauen sich zu dir hoch, Spark. Ich weiß nicht, ob du da stehen solltest, AFK. Die bauen sich hoch? Ja, die jumpen den Baum irgendwie hoch. Keine Ahnung. Ich habe Pink, Tourmaline, Ingot, Diamonds ganz viele. Da ist auch ein Diamantenblock. 12 Stück hier. So, ja. Das brauchen wir nicht. Uran habe ich sehr viel. Seid ihr noch da? Lol, meine 3 Hoverboards sind weg, nur noch eins. So, das, ich habe ein Crystal Energy, habe ich bekommen. Was braucht man die? Für nichts, super. Oh, ich glaube, die Eier sind doch oben, die 4 sind doch oben, wir müssen ganz nach oben. Oh. Okay, dann fliege ich einmal hoch über die Inseln. Pass auf, Supermo. Warum ist auf einmal dunkel? Ah ja, weil ich keine Iron Bar oder laufen. Ich würde sagen, können wir hochklappen. Wir kloppen uns hoch zu den Vortexen. Ja, wir kloppen uns hoch. Wenn, da sind ja auch keine Würmer dann mehr, oder? Nee, die Würmer sind aber drin in einer Etage. Die sind hier überall, die Würmer. Shit, ja, mein Ultimate Sword. Ach, deswegen ist auf einmal dunkel. Mein Pet hat Hunger. Jetzt hat mein Pet wer was gesehen. Ach so, sobald man diese Blöcke oben ist, ist man auch von den Würmern weg. Ja. Da können wir ja gestohlen bleiben. Easy. Seht ihr mich? Guck mal nach rechts, Spark. Oh nein. Nach rechts? Bin gerade runter. Ist die Kugel? Nein! Ich bin inmitten von Würmern. Lol. Ne, ich war keine Kugel, ich war ganz normal. Aber gut, die haben mir nur Steine geklaut. Glück gehabt. So, ich mach mal wirklich mein gesamtes Inventar wieder voll, Alter. Das nervt ihr ja richtig. So, ich baue mal die Spawner alle rundherum ab und ich mache mal Screenshot, damit wir die Koordinaten haben. Wieso habe ich keine Spitzhacke mehr? Shit, das war gerade so eine Spitzhacke? Nein, habe ich leider nicht. Na toll. Ich bin gleich oben. Also baue ich besser Spitzhacke. Am besten mal zu zweit rumlaufen. Einer kloppt die Viecher und hält die weg und der andere baut ab. Wenn du eine Spitzhacke hast, wäre ich dir sehr verbunden. Ich habe nur eine Spitzhacke, eine Dia-Spitzhacke, die brauche ich aber auch, um die Spawner abzubauen. Okay. Ich bin mal Spark. Ich habe auch keine Holz. Sehr gut, grad, weiter. Ne? Ein Holz. Keine Spitzhacke, bitte. Okay, nächsten haben wir weg. Okay, sehr ich gut. Kloppe einfach mit. Na, sauber, da kam dann was raus. Steppe hoch. Kein Problem, die Viecher halte ich alle weg. Genau, die Mobs noch killen nebenbei. Das ist ultra krass. Noch keine Gegner, guck dir, wie schnell die down gehen hier. Ja, natürlich, noch. Das ist ja nur die Außenseite. Die Innenseite ist ja die Hardcore-Seite. Genau, da geht richtig ab. Oh nein! Würde ich gerne ohne Spitzhacke nein, überhaupt nicht kannst du nichts machen, Alter. Kannst du vergessen ohne Spitzhacke. Ja, ich bin gerade dabei, ich versuche abzubauen. Ich komme mal nicht ran, weil irgendwas direkt vor meiner Nase die ganze Zeit ist. Ja, Mantis. So viele Kriegt die Mantis nicht so schnell down. Krieg die bitte mal alle weg. Boah, keine Chance. Okay, ich komme runter und helfe. Wow! Andersrum, genau. Oh, lol, runtergefallen. Sehen, wie gut ich geholfen habe? Ach so, weil wir keine Rüstung mehr haben. Wir sollten uns langsam Rüstung machen wieder. Ja, yep, sollten wir. Warte, dann bleib mal stehen, Spark. Hast du eine Werkbank? Ich hab nämlich alles da. Wo ist denn mein Essen? Okay, das hat mir auch geklaut. Hier, Werkbank ist hier. Werkbank liegt vorne auf dem Boden. Ach so, setzen. Ich hab keinen Inventarplatz. Ich auch nicht. Ich würde den nie hinwerfen. Immer nur hinsetzen.
Was möchtest du? Lol, wie die Mente sich da oben hauen. Hä, hey, wo ist das Ding hin? Ach, den Craft hier auch nicht mehr. Mente, die kriegen wir noch down. Frage ist nur, wo ist die Werkbank? Hier da. Ist Craft da. Dankeschön, bitte von mir fernhalten. Da. Coole Thumbnails. Bitte von mir fern. Oh lol, ich hab. Wo ist mein Titanium hin? Oh lol, ich gehe hier drauf, ohne Witz. Oh Mann, ich hab gar nichts mehr. Zu viele Mantis. Ja. Mantis Overload. Die sind übel, die sind nicht so weak, aber mir fehlt halt Titanium, sehe ich gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn ihr Titanium habt, dann kann ich euch. Ja, ich hab irgendwo was, aber kommt wahrscheinlich jetzt nicht so gut ran hier in dem Gewüsel. Also ich mach halt, wie gesagt, die Mantis-Liste hier. Eigentlich solltet ihr jetzt Platz haben. Oh, jetzt kassiere ich auch. Shit. Ich geh mal einen höher. Wisst ihr noch, was ich anfangs sagte, wir wollen Mantis-Spawner? Brauchen wir den noch? Hab ich nicht verstanden. Brauchen wir den noch? Ich glaube, wir müssen hier tiefer runter. Das bringt nichts, wenn wir hier oben stehen bleiben. Die Spawner immer wieder neu. Wir müssen ein paar Ebenen tiefer. Ja, ich hab ja schon viele abgebaut, also so ist ja nett. Ja, aber wenn wir jetzt oben bleiben, spawnen die Mantis die ganze Zeit neu. So viele Mantis! Ja, ich sterb auch gleich, weil ich habe keine Rüstung mehr, gar nichts. Ja, Dito, deswegen müssen wir runter. Das ist es. Genau, gehen wir da unten, da werden uns die Itemsäcke fressen. Nee, ich meine auf diesem Emerald-Zeugs hier. Okay, steh nicht down. Alter, wie viele Mantis hier? Für den Vortex! Ne, was brauchen wir oben nochmal? Vortex, ja, für den Vortex. Wir können natürlich auch hochfliegen, ne, aber. Ne, ich lauf durch. Also, ich bin noch auf dem Turm, ich flieg nicht hoch. So, ich habe jetzt hier eine Werkbank, ich stell die unten. Nein! Okay, ich bin wieder ganz unten, die haben mich rausgebämt. Rausgebämt. Super krass, ich bin auf der Flucht, aber gut, ich würde mal sagen, guckt in die Videobeschreibung, weiter geht's beim Spark. Und ob wir dann den Turm schaffen oder hochkommen, weiß ich nicht. Haut rein, tschüss. Ich bin auch gleich tot, Leute.